Herzlich willkommen zurück zu Sims 4 Legacy Challenge. Muss ich ein bisschen lauter machen, damit ich auch was höre. Das Spiel, ja. Gut. Wir haben unseren Lebensstandard richtig krass geupgradet und wir haben auch ein Date gehabt. Und unser Sim schaut diesen tollen Sachen an und schaut, oh, diese Glasblöcke. Geil. Wer bist du? Was macht sie? Edith Baumann, stellen wir uns mal freundlich vor. Oh, warte mal. Heute ist ja Rauferei in der Nachbarschaftstag. Das heißt, ich kann mit ihr kämpfen. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist einfach weg. Gut, wir haben Hunger. Gehen wir zum Grill und essen ein bisschen was. Oder habe ich hier zufällig was? Dann ist was. Grill ein paar gegrillte Kochbananen. Und danach, was muss ich an diesem Feiertag machen? Also hier ist übrigens die Information zum Feiertag. Es ist Zeit, den rechten Haken zu üben. Heute geht es darum, Kämpfe mit anderen Sims anzuzetteln. Okay. Also rein freundschaftlich. Ohne, dass man negative Konsequenzen zu befürchten hat wahrscheinlich. Das mache ich natürlich sehr gerne. Dein Sim heute holt mal Hups. Alter, die Bananen sind voll verbrannt, Digga. Die würde ich nicht essen. Mein Sim sieht ein bisschen aus wie so eine Reformhaus-Kassiererin. Wie so eine Kassiererin im Reformhaus. Naja. Oh, du bist doch der Reiche. Dich mache ich kalt. Freundlich vorstellen. Stehen beim... Hey, Bill Gates, bleib stehen. Oh mein Gott, er wird fast von der Straßenbahn überfahren. So. Jetzt mach dich auf was gefasst. Kämpfen! Habe ich gewonnen? Über Rauferei singen. Das ist einfach Jingle Bells. Und nochmal kämpfen. So unhinged einfach. Sie geht einfach vorbei und denkt so, heute nicht. Ich hab schon wieder gewonnen, Alter. Super. Wer ist Nächste? Du. Nee. Komm, fahren wir mal irgendwo hin, wo wir so Leute kennen. Reisen? Alleine? Verkloppen wir mal jemanden. Wir verkloppen jetzt Lana Del Rey. Was ist eigentlich aus Lanas Country-Album geworden? Kam das jetzt schon raus oder nicht? Wir sind, glaube ich, wieder zurück. Wir sind wieder online, jawohl. Geil. So. Das ist nämlich wichtig. Wir werden jetzt nämlich an die Tür klopfen und uns mit Charlie XCX prügeln. Oh, Elias ruft an, hallo. Letztendlich hatte ich kein Date mit Nina Caliente. Das tut mir aber leid. Wer schwimmt denn hier im Wasser? Charlie XCX, na, gut, dass wir uns hier treffen. Jetzt wird nämlich gekämpft. Jetzt wird gefightet. Alter, sie steht nur rum und verklopft und mit ihren Blicken. Ich hab gewonnen. Tja, Charlie.
An Tür klopfen. Jetzt verkloppen wir noch Lana Del Rey. Ist jemand zu Hause? Oh, Taylor Swift! Und Lord. Ah, ne, es ist Lana Del Rey, ups. Stellen wir uns freundlich vor. Kämpfen. Und Taylor schaut einfach zu. So, du bist die Nächste. Kämpfen! Verdrischst du jetzt jeden? Ja, weil hier, schaut, da ist es der Feiertag, es ist Rauferei in der Nachbarschaftstag. Also ich muss das machen, weil sonst kriegt mein Sim schlechte Laune, weil er den Feiertag nicht genutzt hat. Ist so. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz last minute in die in den Club fahren und ein paar Witze erzählen, denn wir müssen die Comedy-Fähigkeit erhöhen. Damit wir befördert werden und mehr Geld verdienen können, denn wir sind nämlich immer noch arm. So, Lord war nicht zu Hause leider, das heißt, look out for the red sofa. Climb up the edge of the Hollywood sign. Diese Ladezeiten sind schon lang. Ich habe es auf der HDD installiert, deswegen ist es eigentlich relativ klar, dass es lange lädt, aber naja. Oh, wer ist denn hier? Achso, nur eine Barkeeperin. Geh mal ans Mikrofon und erzähl Witze. Wir haben noch 2 Stunden bis zur Arbeit, das schaffen wir. Und dann haben wir ein bisschen Spaß. Witze erzählen, hallo. Nicht reden, Witze erzählen. Nein, Witze erzählen, 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 Witze erzählen. Was macht mein Sim da immer? Mein Sim ist einfach schon wieder festgefroren. Lieben wir. Witze erzählen. Erzähl doch einfach Witze, du Dein Sim macht Generalstreik. Huch, huch, wo ist meine Kamera? Oh, hi. Magst du meine Witze? Schwieriges Publikum heute. Schwieriges Publikum. So, du musst gleich zur Arbeit, du C-Promi. What is he yapping about? Ja, über Unterhosen. Anscheinend. Und zur Arbeit gehen, bitte. Puh.
Whoever moves first is gay oder was? Weil er hat sich gerade echt gar nicht mehr bewegt. Whoever moves first is gay. Geh zur Arbeit, Mann. Was ist mit dir? Hast du kein Auto oder was? Geh zur Arbeit. Was ist mit dir? Alter, wo läuft er hin? So was Unnötiges. English or Spanish? Whoever moves first is gay. Ach, Mann, ey. So, er ist auf der Arbeit. Sollten wir fleißig arbeiten? Nö. Lohnt sich eh nicht, wir arbeiten normal. So, dürfen wir auf der Arbeit aufs Klo gehen? Ja. Und wir haben $240 verdient. Wunderbar. Und wir müssen noch Comedy-Fähigkeit hochmachen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in den Club, in die Solarfackel und machen da nochmal einen Auftritt und nehmen unseren Schatzi mit. Denn er mag uns mittlerweile ganz gerne. Der Elias Gerlach. Vielleicht wird das derjenige sein, mit dem ich meine ersten Babys mache. Oh Mann. Übrigens, dieser Körpergrößen-Mod, ich kann jedem empfehlen, ladet euch diesen Körpergrößen-Mod runter. Denn es macht die Sims viel realistischer. Denn eigentlich im Spiel sind die Sims alle gleich groß und das ist ja komplett bescheuert. Also mit diesem Körpergrößen-Mod ist das viel, viel realistischer. Und man kann einfach mehr Abwechslung reinbringen, wisst ihr? So ist das normal. Ihr seht ja hier, unser Date ist wesentlich einen halben Kopf kleiner als wir. Wir umarmen ihn. Erzählen eine unglaubliche Geschichte. Bitten, eine Techtelmechtel-Partnerschaft einzugehen. Nein. So, jetzt werde ich Witze erzählen und du kommst mit und du schaust zu. Oh. Da funkt's richtig, Alter. Fäge. Queen. Alter. Jetzt erzähl ein paar Witze. Und wo ist mein Schatz? Kommt er mit? Er kommt mit. Sehr schön. Was könnte er wohl gerade für Witze erzählen? Oh Junge, die Kamera macht, was sie will. Let him yap. Oh, guck mal, er lacht. Er lacht. Alter, was ist hier? Was geht hier schon wieder ab draußen? Ist schon wieder Krach der Gezeiten. Kalauer. Alter. Wie wär's, wenn ihr mir ein bisschen Geld hinschmeißt? Geil. Nico kann jetzt anderen Sims Klopf-Klopf-Witze erzählen. Das machen wir auch gleich mal. Fäkalhumor. Was ist denn Fäkalhumor? Schmutzigen Witz erzählen. Witz über Familienerbe machen. Kannst du dich mal was anderes anziehen? Das ist immer die Arbeitsklamotte. Zieh mal irgendwas Normales an. Keine Ahnung. Das da zum Beispiel. Ich mach das Fenster mal wieder zu. Es ist ganz schön laut. Ups. So. Gut. Kamera. Computer? Sind total lustig. Ach, also ich mag rote Kussmünder am liebsten. Lol. Die Gespräche sind einfach most random. Fragen, wie es geht.
Mal ein bisschen Romantik reinbringen hier. Körperliche Nähe. Nee. Flirten. Anmachspruch. Zuwendung. Ein romantisches Geschenk geben. Ich habe nichts, was ein romantisches Geschenk wäre. Naja. Der Feiertag war fantastisch. Nico hatte eine wunderbare Zeit und konnte alles tun, was er geplant hatte, sich mit den Leuten zu kloppen oder was. Gut. Wir werden jetzt ein bisschen Gitarre spielen. Oh, ich bin kokett. Ich bin eine Krokette. Eine kokette Krokette. Die kokette Krokette. So lustig. Gut. Alright, hit it. Was ist der Jeremy Fragrance oder was? Aha, Taylor Swift. Ach nee, das ist gar nicht Taylor Swift. Die schmeißen mir einfach Geld hin. Denken die, ich hab's nötig oder was? Und er spielt Geige. Na, ist das nicht süß? Das ist ja wie in diesem Anime, wo es mit dieser Band und die sind alle so ein bisschen gay. Wie heißt denn der Anime? Ach, Given. Given heißt der Anime. Na, Wahnsinn. Das wird ein Thumbnail. Okay. Alter, die Kamera. Die Kamera. So, jetzt müssen wir uns schon ins Bett verabschieden, schon wieder. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz runter zu unserem Date. Hallo. Was macht der? Wo geht der hin? Umarmen. Halt. Ja. Yeah. Oh, das ist Chaperone. Elias und Nico sind zu eben gute Freunde geworden. Na wunderbar. Na wunderbar, Leute. Na wunderbar. Death Note. Ja, da sind sie auch irgendwie alle ein bisschen gay, aber naja, irgendwie. Aber Given ist wirklich ein toller Anime. Der ist auch recht kurz. Aber ist schon nett. Schon süß. Kann man sich schon angucken. Es regnet. Kann ich mit ihm jetzt eine Gruppe bilden? Zur Runde hinzufügen. Jetzt grillen wir mal ein bisschen was, Leute. Oh, da ist sogar noch was. Die sind sogar noch gut, die Grillbananen. Kommen wir. Nehmen uns ein Gericht und essen was. Beziehungsweise, warte mal. Die sind sogar noch gut. Die standen jetzt stundenlang draußen rum und sind aber noch gut. Zum Essen rufen. Schnell, bevor sie ablaufen. Geil. Geld gespart. Und Elias kommt auch. Wunderbar. Ja. Von Gitarrensolos schwärmen. Oh, graben. Und dann gehen wir duschen und dann gehen wir schlafen. In unserer bescheidenen Behausung. Oh, es ist Sommer. Hey, haben wir echt immer nur einmal links? Er liebt es, im Regen draußen zu sein, scheinbar. Naja.
Ich glaube, dies könnte sich lohnen, wenn wir fleißig arbeiten. Glaube ich. Und dann können wir unser Haus wieder ein bisschen upgraden. Wäre das nicht geil, Leute? Wäre das nicht geil? Jetzt wird erstmal geschlafen. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke, dass du mein Leben genommen hast. Purple Rain, Purple Rain. Ach, Prince. Boah, Gewitter, krass. Ach. Hallo Nico, ich habe das Gefühl, dass ich etwas Neues und Spannendes ausprobieren sollte. Ich zum Beispiel einen Karrierewechsel. Was denkst du davon? Ja, du solltest eine neue Karriere ausprobieren. Definitiv. Aber definitiv. Oh. Johnny Schwarz möchte vorbeikommen und abhängen. Ja, dann komm halt vorbei. Muss vor allem 3 Stunden arbeiten, aber ist mir auch egal. Wir brauchen eine Conversation Pit. Ja. Hey, Orgipit. Wenn er jetzt reinkommt. Wir warten noch mit dem Essen, bis wir auf der Arbeit sind, weil da kriegen wir eh was zum Essen. Warum sitzen wir auf dem Bett? Das ist so gay schon wieder. Miss me with that. Alter, wer klopft denn hier? Wer bist du denn? Egon Kowalski. Geh bloß wieder rein. Geh bloß wieder rein. Ich sagte... Geh bloß wieder rein. Du wirst doch vom Blitz getroffen. Alter, jetzt klopfen alle bei mir. Warum klopfen die alle bei mir? Ich bin kein Obdachlosenheim. Ich bin noch kein Obdachlosenheim, wird vom Blitz getroffen, ist mir scheißegal. Warum sitzt du nicht auf ihm? wir haben erst ein niedriges Freundschaftslevel. Ich muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Bei der Arbeit faulenzen, Dinge positiv sehen. Tolles Wetter heute, ha? Huh? Die sind alle nass, die tropfen alle meine Wohnung voll. Juhu. Ich kenne Filmchen, die so anfangen. Ich glaube, wir reden vom selben Film. Von denselben Filmchen. Naja. Jetzt gehen wir erstmal arbeiten. Ja, geht zur Arbeit? Hä? Geht zur Arbeit. Geht zur Arbeit! Alter, er setzt sich in mich rein. Er sitzt in mir. Jetzt geht zur Arbeit. Und die bleiben einfach bei mir zu Hause in der Wohnung. Das gibt's ja gar nicht. So. Jetzt arbeiten wir aber fleißig. Wo bin ich denn? Bist du schon bei der Arbeit? Ja. Angeblich arbeiten wir gerade, aber davon merke ich irgendwie nichts. Weil die noch in meinem Haus sitzen. Was ist das übrigens für eine Hose? Die Hose sieht ja furchtbar aus. Jetzt geht doch mal nach Hause. Nach Hause schicken. Nach Hause schicken. Weg mit euch. Tschüss. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Das ist keine Yapping Corner hier. Kriegt ihr auf der Arbeit nichts vom Essen, sag mal? Unsere Leistung ist ausgezeichnet. Vielleicht werden wir ja bald befördert, dann kriegen wir noch einen Bonus. Das wäre schon geil.
Es gab was zum Essen, super. Ja, wir werden befördert, geil. Wir sind jetzt Auftakt für Veranstaltungen. Wir verdienen jetzt 14 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 54 pro. Und wir haben eine Retro-Stereo-Anlage bekommen und die nächste Schicht beginnt um 18 Uhr. Das heißt, wir haben 18 Stunden Ruhezeit. So. Nutzen wir die Zeit, um das Haus abzugraden. Lohnarbeit. Yes, geil. Ah, geil, Lohnarbeit. Nutzen wir die Zeit, um das Haus abzugraden. Denn ich wollte ja schon immer mal ein Haus-Upgrade haben. Und zwar möchte ich auf jeden Fall, was ich ja schon vorher angekündigt habe, möchte ich hier... okay. Machen wir erstmal das Haus ein bisschen breiter, würde ich sagen. Und wir drehen es jetzt erstmal um. Also wir drehen jetzt das ganze Haus einmal um. Und stellen es ein bisschen nach hinten. So. Weiß nicht, warum ich das nicht schon längst gemacht habe, ey. Eine Veranda. Lass mich ran da an die Veranda. Wäre tatsächlich eine Idee. Brauchen wir denn unsere Terrasse da? Und sie kostet auch gar nicht so viel Geld. Ich finde, das kann man schon machen. Eine kleine Treppe hier hin. Erstmal alles in weiß und dann können wir die Farbe ja immer noch wechseln. Very demure, very mindful. Das ist so ein bisschen Regenschutz hier, zusammen mit dem Dach ist das ein super toller Regenschutz, könnte man sagen. Ja, und dann möchte ich noch vorne Fenster haben auf jeden Fall und das Haus vielleicht generell ein bisschen größer haben. Aber schauen wir mal, was wir machen. So, wir sind noch 600 Simoleons. Ich würde sagen, wir machen das Haus mal ein bisschen nach hinten raus, breiter. Und machen uns vielleicht auch noch eins breiter. Können wir uns das leisten? Nee. Können wir uns das leisten? Das ist doch mal schön. Jetzt können wir hier eine kleine Kochecke machen. Haben wir aber kein Geld für die Möbel jetzt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Die ganze Veranda überdachen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ich schau mal. Erstmal gucken, was wir uns leisten können. Das ist ja das Wichtigste. Ich mache jetzt nicht alles mit Glasblöcken, keine Angst. Es darf auch normale Fenster geben. Das Problem ist halt, die normalen Fenster sind alle ziemlich teuer und das sind die einzigen, die halt halbwegs billig sind. That's the problem, wie ihr sicher wisst. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig hier mit normal. Und ich finde die normalen Fenster halt einfach alle hässlich. Also ich finde die wirklich hässlich. Also das geht vielleicht noch, aber das passt halt auch nicht zu den Glasblockfenstern. Und die passen, sind dann wieder ziemlich teuer. Deswegen tut es mir sehr leid, aber wir machen jetzt mit diesen Fenstern hier weiter.
actually ziemlich hübsch. Actually gar nicht mal so hässlich. Die ganze Veranda überdachen, ja, können wir schon machen. Können das Dach hier ein bisschen rüberstehen lassen. Erstmal. Joa. Wir machen es erstmal so. Und den Zaun, den würde ich ja gerne ändern, aber das Problem ist, es ist zu teuer. Ich habe kein Geld, um den Zaun zu ändern. Lol. Naja. Was für ein Upgrade. Wir gehen jetzt schlafen. Ach, weil der Nase juckt. Boah, ich habe mir wieder Gurken eingelegt. Ich bin zurzeit in so einer Gurkenphase. Ich esse irgendwie jeden Tag eine ganze Gurke. Das ist irgendwie so krass. Ich weiß nicht, ich mag Gurken einfach so gerne. Und ich lege sie immer so ein. Also einlegen. Ich lege sie immer nur so kurz ein. So japanische Art. So mit bisschen Salz und bisschen Dings. Oh, stimmt. Wir haben eine Stereoanlage geschenkt bekommen. Wir haben generell schon ein paar Sachen geschenkt bekommen. Fällt mir gerade ein. Schauen, wo ist denn das? Gurkenkink, ja. Oh, das ist eine 1000. Die kostet 1030 Simoleons. Alter, die können verkaufen. Machen wir sie erstmal. Da. Schönes Ding eigentlich, ne? Dann haben wir einen Teppich bekommen. Wow. Ja, cool. Was ist das? Ein Visitenkartenhalter. Oh. Eine Kaffeemaschine. Oh, eine Theke. Wir haben eine Theke bekommen. Oh, geil. Die kostet normalerweise 205 Dollar. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kühlschrank, eine Theke und... Ja, Kühlschrank, Theke und ein Herd zum Kochen. Wir platzieren mal zwei dieser Theken und verkaufen eine. Können wir die verkaufen? Oh, geil. Eine Kaffeemaschine stellen wir dahin und ja. Und das Ding hier, das können wir ehrlich gesagt auch verkaufen. Ciao. Und jetzt haben wir plötzlich wieder Geld, denn jetzt kann ich meine Veranda überdachen. Geil. Und sie so zur Seite hin schließen. Ist zwar blöd wegen Tageslicht, aber es ist auch wieder gut wegen Einbruchschutz, wenn ihr versteht, was ich meine.